Hallo, bei EWM stellen wir nicht nur Schweißgeräte her, sondern auch schweißtechnisches Zubehör wie beispielsweise Schweißbrenner. Durch die Entwicklung und Fertigung im eigenen Haus können wir eine hohe Qualität sicherstellen und die Produkte individuell an die Bedürfnisse der Kunden anpassen. Mit der MT-Brenner-Serie haben wir bereits einige Innovationen auf den Markt gebracht. Mit der X-Technologie können wir beispielsweise Funktionsbrenner bauen zum Fernregeln der Schweißparameter ohne zusätzliche Steuerleitung im Schlauchpaket. Die Verschleißteile zeichnen sich durch eine sehr hohe Lebensdauer aus und tragen dazu bei, Schweißfehler zu minimieren. Außerdem haben wir eine hervorragende Gasabdeckung, wodurch Gaseinsparungen möglich sind und trotzdem eine hervorragende Gasabdeckung gewährleistet ist. All das ermöglicht ein sehr hohes Einsparpotenzial. Die PM-Brenner-Serie ist die Weiterentwicklung der bereits bewährten MT-Brenner-Serie. Es stehen hier gas- und wassergekühlte Brenner bis zu einer Leistung von 650 Ampere zur Verfügung. Es gibt unterschiedliche Brennerhälse in verschiedenen Biegewinkeln, in unterschiedlichen Längen und auch Wechselhalsbrenner. Da wir die Brenner im eigenen Haus fertigen, können wir auch individuelle Kundenwünsche erfüllen. Eine besondere Stärke der Schweißbrenner liegt in den Verschleißteilen. Es werden nur hochwertige Materialien verwendet. Beispielsweise die Stromkontaktrohre sind aus Kupferchrom-Zirconium, das den hohen thermischen und mechanischen Beanspruchungen hervorragend standhält und eine hohe Bestandszeit gewährleistet. Auch das Zubehör ist wichtig. Neben den Standardgasdüsen gibt es die Möglichkeit, für Engspaltschweißungen eine stark konische Gasdüse zu montieren oder bei besonders schwer zugänglichen Stellen eine lange zylindrische Gasdüse zu verwenden mit einem entsprechenden langen Stromkontaktrohr, um auch an schwierig zu erreichenden Stellen zu schweißen. Bei unseren Schweißbrennern wie auch unseren Schweißgeräten verwenden wir immer den weltweit etablierten Eurozentralanschluss. Dadurch können wir gewährleisten, dass unsere Schweißbrenner an Fremdfabrikaten funktionieren und auch unsere Schweißgeräte mit jedem beliebigen Brenner genutzt werden können. Auch hier haben wir besonders hochwertige Komponenten, beispielsweise die Federkontakte, die für die Kontaktierung des Tasters entscheidend sind versilbert und federgelagert. Dadurch können diese nicht abbrechen. Darüber hinaus sind bei wassergekühlten Brennern der Vor- und Rücklauf farblich gekennzeichnet, um eine Verwechslung zu vermeiden. Die PM-Brenner-Serie wurde grundlegend überarbeitet. Wir haben eine komplette Neugestaltung der Brennergriffschale. Diese besteht nun aus zwei Komponenten. Die Gummieinsätze gewähren einen guten und sicheren Halt. Außerdem haben wir ein Kugelgelenk, das das Arbeiten in Zwangslagen erleichtert, sowie einen Knickschutz, um eine saubere Drahtförderung zu gewährleisten. Außerdem gibt es einen Brenner-Tasterschutz, dass, wenn der Brenner abgelegt wird, der Taster nicht versehentlich betätigt werden kann. Die PM-Brenner gibt es in unterschiedlichen Steuerungsvarianten. Hier haben wir die RD3X-Variante, die eine Steuerung beinhaltet, ohne zusätzliche Steuerleitung im Zwischenschlauchpaket. An der Front sehen wir eine integrierte LED. Diese ist bewegungsgesteuert und aktiviert sich automatisch, sobald der Brenner in Bewegung gesetzt wird. Die RD3X-Steuerung ermöglicht es, alle wichtigen Schweißparameter direkt vom Arbeitsplatz aus einzustellen. Wir haben hier ein gut lesbares Grafikfarbdisplay und gut zu bedienende Tasten. Nach rechts und links gehen wir die einzelnen Menüpunkte durch. Nach oben und unten können wir die Leistung verstellen. Wir können hier direkt den Schweißstrom sowie eine Spannungskorrektur vornehmen, die Drossel zur Einstellung der Lichtbogendynamik, um den Lichtbogen weicher oder härter zu machen. Wir können außerdem das Schweißverfahren verstellen, vom Standard zum Force Arc Lichtbogen, Wired Arc, Root Arc, Cold Arc und wiederum zum Standard. Außerdem haben wir die Möglichkeit, mit Programmen zu arbeiten, um an einem größeren Bauteil voreingestellte Programme zu hinterlegen. Neben dem Schweißstrom können wir auch nach der Drahtvorschubgeschwindigkeit einstellen, um die Leistung zu verstellen. Und zu guter Letzt seht ihr, sind wir wieder am Anfang beim Schweißstrom. Durch längeres Halten der rechten Taste kommen wir ins Hintergrundmenü. Hier können wir direkt vom Standardlichtbogen zum Impulslichtbogen oder zum Position Welt umschalten, um auch in Zwangslagen zu schweißen.
Außerdem können wir vom Standard-Zweitaktbetrieb zum Viertaktbetrieb wechseln und auch zum Zweitakt-Spezial oder Viertakt-Spezial, um mit Start- und Endrampen zu arbeiten. In Kombination mit der Titan XQ sowie der EWM Qualitätsmanagement Software XNet 2.0 bietet der Brenner noch viele weitere Möglichkeiten. Beispielsweise mit der Bauteilverwaltung sind wir in der Lage, eine komplette Schweißanweisung zum Bauteil über die Brennersteuerung abzurufen. Somit muss der Schweißer die Schweißparameter nicht selbst am Schweißgerät einstellen, sondern die Daten werden direkt aus XNet an der Maschine geladen. Das war nur ein Überblick der PM-Brenner-Serie.